und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Dubai. Und dieses blaue Baby darf ich heute fahren, und zwar ein Bugatti Chiron. Robert Geis hat einen sehr guten Freund hier in Dubai. Ich bin sehr, sehr nervös, weil ich das Auto gleich fahren werde. Ja, also, ich quatsche vielleicht zu viel. Ich mache anders. Ich fahre das Auto, ja, am Ende gibt es ein Klapphorn und dann, ich glaube, die Videos oder die Bilder sprechen für sich. Bis gleich. Leute, wir sind jetzt heute im Bugatti unterwegs und wir zeigen euch jetzt mal, was er kann. Er kann jede Menge und er hört sich an wie ein Flugzeug und über 200 geht das Fenster automatisch zu. Robert, sag mal was. Feeling, ne? Adrenalin pur. Bist du was Schnelleres gefahren als das? Also mit mehr Power bin ich noch nichts gefahren. Also das ist mal der Mega-Hammer. Wir sollten natürlich auf die Speedbreaker aufpassen, ansonsten brauchen wir einen Satz neuer Reifen. Ne? Und Spoiler. Und Spoiler. Das wollen wir natürlich nicht. Robert! Oh Robert! Shit! Speedbreaker vor uns und nach dem Speedbreaker wollen wir mal sehen, was das Auto kann. So von 0 auf. Kastentiske geht da rein. Gehen wir rein, das oder nicht? Oder nur ein Sixpack von der Tankstelle? Oh, da geht's. Also, ich will sagen, das Auto ist nichts für mich. Wenn ich keinen Kastentiske da rein tun kann, kaufe ich das Auto nicht. Kannst du nicht nochmal einen Milch kaufen? Ich setze ein paar Golfbälle rein. So, jetzt fahre ich einen Bugatti Chiron. Habt ihr verstanden? Ich fahre einen Bugatti Chiron. Robert, Geis, die haben für mich das Auto organisiert. Wirklich, das ist kein Scherz, nur für mich haben wir das Auto organisiert, dass ich den Bugatti Chiron fahren darf. Ich kenne niemanden, der so ein Auto gefahren hat. Wirklich. Ich mache ganz viele GoPro-Kameras jetzt rein und jetzt fahre ich mit der Kamera. Bis gleich. Was steht denn da auf der Uhr? Wie viel? 500 oder was? Ist da wirklich 500? Oh shit! Leute, der hat 500 km/h Tacho. Das ist Wahnsinn. 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 Wirklich Wahnsinn. 500 steht da drauf? 500? Der 450 fährt der. Schätzelein. Alles gut. Oh mein Gott. Bleib cool. Bleib cool. Ich fahr wirklich mit Bugatti. Mach die Felge nicht kaputt. Werd nicht nervös. Hab ich noch nie. Echt? Also nervös bin ich ja. Also ich bin echt ehrlich gesagt richtig nervös. Also das ist ja auch ein schönes Auto, ne? Ich meine, der kostet ja auch 2,50 Mark, ne? Ich wollte nach der Finanzierung fragen. Nur bevor ich das ausgesprochen habe, haben die es abgelehnt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Siehst du mal, was wir für gute Freunde haben. Für mich ist das wirklich. Hättest du auch damit fahren können. Mit dem einen Pass. Mit dem einen Pass. Ja, das ist halt eine geile Farbe. Also Mohammed hat bei mir ein Stein im Brett. Reimt sich auch, Mohammed hat ein Stein im Brett. Mohammed Abdur hat das jetzt, das ist sein Auto. Ne? Wie heißt er nochmal? Mohammed ja? Abdur. Ist das nicht die ganze Hotel? Ja, ist vor allem Polo. Ja, Abdur Polo. Und Rashid ist ja ein sehr lieber Freund von uns und Mohammed ist sein Bruder.
guck mal, hier kämst du ja nicht, hier kämst du nicht raus mit dem Wagen. Da würde es jetzt hier Polizei und machen. Ah, schön, oder? Der fährt aber schön. Leute, wer das jetzt Video sich anschaut, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich rede immer sehr viel in meinen Videos, aber in dem Video bin ich zu nervös. Ja? Und das ist Wahnsinn. Ich darf wirklich Bugatti Chiron fahren. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding. Ehrlich jetzt.
ich jetzt. Ich glaube, ich gehe kaputt, wenn ich hier aufsteige gleich. Heute fahre ich ein Rolls Royce. Ja. Jetzt! Vorsichtig, ja. Nicht mit fremdem Eigentum zu schnell fahren, übertreiben. Ne? Also wirklich, vielen lieben Dank haben nochmal. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, am Ende gibt es noch einen kleinen Carporn. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss. Oh, ich bin am Start. Du kommst aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Boah, Robert, geht aber auch gut, ne? Kurva, ja.